freue mich, dass das Podium schon anwesend ist und übergebe gleich an Arndt Pollmann, der durch den Vorabend führen wird. Und ich hoffe, dass alle das schon mitgekriegt haben, dass leider der im Programm angekündigte Jan-Philipp Albrecht uns abgesagt hat, von dem heute Morgen schon die Rede war, dessen Film jetzt ins Kino kommt, und er war dann leidend, dass er es nicht gebacken kriegt, diese ganzen Film-Sondertermine und sein kleines Kind in einen Tag zu packen. Deshalb haben wir jetzt ein Podium bestehend aus drei Personen, und ich übergebe an Arndt Pollmann, der das Podium vorstellen wird. Viel Vergnügen. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Millionen schauen zu, Millionen sind es nicht, aber es sind doch genügend. Demokratie im TV-Serienformat. Neulich hat ein Kulturjournalist zu mir gesagt, als wir über Bücher sprachen, Bücher über Filme, das ist das schwerste Genre überhaupt. Und vielleicht gilt was Ähnliches für Podiumsgespräche über TV-Serien. So ging es mir manchmal bei der Vorbereitung jedenfalls. Wir werden sehen, wie wir uns hier gemeinsam schlagen. Ich werde Ihnen auch gleich sagen, wie wir den Abend gestalten, wie wir vorgehen wollen. Das Fernsehen, zumindest hier bei uns in der Bundesrepublik, das seinerzeit ja von den Alliierten nach dem Vorbild der BBC als öffentlich-rechtliches Rundfunksystem gestaltet wurde, galt lange Zeit selbst als ein Medium der Demokratie. Man hatte einst die Hoffnung, jedenfalls so lange, bis das Privatfernsehen auf den Plan trat, dass ein öffentlich-rechtlich organisiertes TV-Programm nicht nur der Gewährleistung einer unabhängigen Grundversorgung mit Information, Bildung, Kultur und Unterhaltung dienen würde, man setzte dabei eben auch auf die Beförderung und Ausbreitung einer spezifisch demokratischen Kultur. Und zwar nicht zuletzt eben auch durch die kritische Darstellung der Demokratie selbst, das heißt der Sphäre demokratischer Praxis in Form etwa von Nachrichten, Dokumentationen und auch Live-Direktübertragungen aus dem Parlament. Das seinerzeit, lange Zeit geläufige Stichwort der Fernsehdemokratie besagte eben das Folgende: Das Fernsehen hat die Beobachtung der Politik durch die breite Masse der Wähler in einer Weise intensiviert, die zuvor kaum vorstellbar gewesen ist. Wir aber wollen heute Abend nicht über das Fernsehen als Medium der Demokratisierung und der Ausbreitung einer demokratischen Kultur sprechen. Es geht uns vielmehr um das Fernsehen als Austragungsort politischer Narrative, wie man heute so schön sagt, in denen eine mit Einschränkung fiktive demokratische Kultur oder auch Unkultur inszeniert wird, um zu unterhalten. Man kann es auch so sagen, der Aspekt der Unterhaltung war früher eigentlich nur ein Pfeiler, ein wichtiger Pfeiler öffentlich-rechtlicher TV-Grundversorgung im Dienste, wenn man so will, der Demokratisierung. Nunmehr wird in äußerst spannenden TV-Serien, was dem Parlament und der Parteiendemokratie selbst offenbar nicht mehr gelingen will, die Demokratie selbst zur Unterhaltung. Und die Fernsehserien Borgen und House of Cards, um die es zumindest zu Beginn unserer Diskussion heute vor allem gehen wird, sind hier vielleicht die prominentesten Beispiele. Wir haben uns für diese Schwerpunktsetzung Borgen und House of Cards entschieden, weil wir glauben, dass diese beiden Serien vielleicht noch am ehesten sozusagen vorausgesetzt werden können, weil sie mit zu den populärsten und am meisten gesehenen handelt. Ja. Wir hätten aber natürlich auch über beispielsweise etwas schon ältere Serie West Wing sprechen können, finde ich persönlich ganz witzig, ist aber eher Operette, würde ich sagen, und vielleicht noch nicht so recht in der Realität angekommen. Jedenfalls hat die New York Times neulich geschrieben, ich zitiere, West Wing war der Traum, wie unsere Regierung sein könnte,
House of Cards ist der Albtraum, wie unsere Regierung tatsächlich geworden ist. Zitat Ende. Neue Serien wie Scandal oder auch Show Me a Hero habe ich persönlich leider noch nicht gesehen, deswegen hätte ich darüber auch gar nicht reden können. Sie sollen aber auch sehr gut sein, wie mir gesagt wurde. Wir haben zwei tolle Gäste auf dem Podium. Da ist zum einen Ines Kappert links neben mir. Sie ist die Leiterin des Gunda-Werner-Instituts für Feminismus und Geschlechterdemokratie bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Zuvor war sie Ressortleiterin der Meinungsseite bei der Taz und von Haus aus ist sie promovierte Literaturwissenschaftler. Schön, dass Sie zu uns gekommen sind, Frau Kappert. Schönen Abend. Neben ihr sitzt Christine Lang. Sie setzt sich mit Film, Musik und Popkultur, und zwar sowohl künstlerisch praktisch als auch wissenschaftlich, auseinander. Sie arbeitet als Filmemacherin, als Kulturwissenschaftlerin und Dramaturgin und gelegentlich auch, wie ich gehört habe, als DJ. DJ oder DJ? Wie sagt man? DJ ist out? DJ sagt man nicht. Okay, DJ. Aber trotzdem, herzlich willkommen, Frau. Mein Name ist Arndt Pollmann, um mich kurz vorzustellen. Ich unterrichte Philosophie, zuletzt an der Universität Hamburg. Ich bin unter anderem Beiratsmitglied der Grünen Akademie bei der Heinrich-Böll-Stiftung und Redakteur und Mitherausgeber bei der Zeitschrift Polar, einem der Medienpartner ja auch dieser Tagung und Veranstaltung. Wir gehen wie folgt vor. Zu Beginn wird uns Frau Kappert in einer etwas, sagen wir mal, knappen halben Stunde, 25 Minuten, sagt sie, ihre Sichtweise auf die TV-Serie Borgen schildern und nahelegen. Anschließend beginnen wir dann gleich mit unserem gemeinsamen Gespräch und ich werde dann aber zunächst Frau Lang die Gelegenheit geben, das über die dänische Serie Borgen Gesagte mit der amerikanischen Serie House of Cards ein wenig zu kontrastieren. Danach drehen wir dann noch so zwei, drei Runden auf dem Podium, um es dann aber zu öffnen, die Diskussion für Ihre Meinungen aus dem Auditorium. Wenn Sie damit einverstanden sind, dann würde ich Frau Kappert jetzt zunächst bitten, uns etwas über Borgen zu erzählen. Vielen Dank. Ja, guten Abend. Herzlichen Dank, dass Sie noch so lange geblieben sind nach diesem langen Tag oder auch für die anderen, die jetzt extra neu dazugekommen sind. Samstagabend gibt es ja viele, viele Angebote hier in Berlin und deswegen freue ich mich sehr, dass Sie heute da sind, um mit uns über Borgen und House of Cards zu diskutieren. Borgen zählt zu den international erfolgreichsten Politikserien, ähnlich wie West Wing, es wurde schon erwähnt, oder eben House of Cards. Die vom dänischen öffentlich-rechtlichen Sender DR produzierte Serie wurde im dänischen Fernsehen 2012 erstmals ausgestrahlt und dann in 77 Länder verkauft. Ihr Schöpfer, so nennt man das im Serienjargon, etwas anmaßend, heißt Adam Price. Und Adam Price hat auch die gleichfalls international sehr extrem erfolgreiche Krimiserie The Killing, auf Deutsch heißt der Titel Kommissarin Lund, entworfen. The Killing war die erste Serie überhaupt, die es im dänischen Original mit englischen Untertiteln ins britische Fernsehen geschafft hat und Kult wurde, genauso wie Borgen Kult wurde. Hören Sie mich eigentlich, weil es ist extrem hallig. Hier ist es in Ordnung? Okay. Insgesamt, und darauf möchte ich Sie eben heute jetzt auch ein bisschen aufmerksam machen, auf die Narrationsstrukturen. Also bevor wir zu der Frage kommen, wie wird eigentlich Demokratie dargestellt, wie wird Parteiendemokratie dargestellt, wie wird die Arithmetik der Macht im Rahmen von mediengesteuerten Demokratien dargestellt, möchte ich Sie einfach erstmal so vorweg auf ein paar Grundzüge des neuen Erzählens des Erzählens in diesen neuen Serien aufmerksam machen, die im scharfen und im schärfsten Kontrast sind, stehen mit den Serien, mit denen zumindest ich aufgewachsen bin, Denver oder Dallas. Und so ist eben ein Merkmal, ein Charakteristikum, dass die Figuren
alle in sich ambivalent sind und mehrschichtig gezeichnet werden. Das heißt, ganz anders als jetzt, denken Sie an GR von Dallas, ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel, ich hoffe, das ist okay, der war von Anfang an böse und er blieb böse. Da gab es keine Entwicklung, da gab es keinen Prozess, das war klar, die Zuschreibungen waren klar, keine Ambivalenz. Der Reiz dieser Serien war eben, dass die Reichen auf ihrer Ranch von Anfang bis Ende böse sind und bekloppt. Und wir sie uns trotzdem gerne angucken, wahrscheinlich unter Umständen auch deswegen, weil sich die Welt eben dort nicht geändert hat. Das ist in den neuen Serien völlig anders, denn hier wird Wiederholung, natürlich setzen auch diese Serien sehr, sehr viel auf Wiederholung, aber diese Wiederholung, insbesondere der Orte, jetzt im Falle von Borgen, des Parlaments, Borgen heißt im landläufigen Sinne auf Dänisch Burg, Christiansburg ist das Parlament, in Kopenhagen, also die Schauplätze wiederholen sich, allerdings die Figuren entwickeln sich. Sie sind in sich im ambivalent und sie sind in dieser Hinsicht eben auch unberechenbar. Ich weiß nicht, was aus der Figur der Birgitte Nyborg, die erste dänische Ministerpräsidentin werden wird, das ist die zentrale Figur von Borgen, wir werden sie gleich sehen. Ich weiß nicht, wohin die gehen wird. Sie fängt als extrem engagierte Politikerin an, ob das dabei bleibt, damit kann ich nicht rechnen. Und genau da, also aus dieser Unberechenbarkeit und aus der Vielschichtigkeit der Figurenzeichnung, beziehen diese Serien ihre Spannung. Das, womit auch umgegangen wird und was eben auch ein Teil, also auch ein Modus ist, um diese wahnsinnig langen Erzählstrecken überhaupt zu überbrücken. Also wir haben es ja mit Serien zu tun, die man in der Regel auch nicht mehr einmal die Woche 45 Minuten anguckt, wie damals noch in unserer Kindheit oder eben für Sie in grauen Vorzeiten, je nachdem wie alt Sie sind, sondern man guckt die sich ja in der, man streamt die runter, man lädt sie sich runter oder man guckt sie sich auf DVD an, also man guckt sie, ja, also diese Serien müssen ja funktionieren, selbst wenn ich 3, 4, 5 Episoden am Stück angucke, weil also das, auch das Prinzip des Cliffhangers ist ein ganz anderes, weil die ZuschauerInnen sind jetzt die, also sind in charge. Sie entscheiden, ob sie jetzt sich noch eine weitere Episode angucken oder nicht. Und das muss funktionieren. Also die Serie muss auch über 3 Stunden funktionieren und mich bei Laune halten, weil, wie ja auch schon gesagt wurde, das sind Unterhaltungsformate. Unterhaltungsformate, jetzt heute in unserem Fall, die einen sehr, sehr hohen Realitätsanspruch haben. Borgen tritt an, uns die Mechanik der Demokratie, der Parteiendemokratie, der repräsentativen Demokratie zu erklären. Auch. Das heißt, wir haben es hier mit Fiktionen zu tun, natürlich Fiktion, ist ja klar, aber die mit dem Anspruch ums Eck kommen, dass sie unsere Realität, und zwar detaillierte Realität, also en Detail zeigen. Auch dafür werden diese wahnsinnig langen Erzählbögen und Erzähldauern genutzt, um halt sozusagen ins Detail zu gehen. Wie funktionieren die Medien? Wie funktioniert die Politik? Wie funktionieren die Aushandlungsprozesse? Und um darüber dann, wie funktioniert die Erotik innerhalb der Institutionen, die eben schon gegeben sind. Eines der großen Motive, das werden wir auch gleich sehen, oder der großen Themen von Borgen ist, wie bewegen sich Newcomer in einer gesetzten Machtstruktur. Und dieser Newcomer, und das ist sicherlich auch eine der großen Differenzen zu House of Cards, über die es ja nachher auch noch hier gehen wird, ist weiblich. Und wie man sich so als erste dänische Ministerpräsidentin, das überschnitt sich dann tatsächlich mit der Realität, das ist aber nur eine Anekdote, dass es dann tatsächlich die erste Ministerpräsidentin in Dänemark gab und es sozusagen sich diese beiden Realitäten auch, also es gab da einfach auch einen Dialog quasi, also offen und indirekt, zwischen der realen Ministerpräsidentin und der Figur und ihrer Figur eben in der Serie, ist eben eines der Themen, die wir auch behandeln werden. So, wir wollen, damit Sie jetzt einfach sich mal ein Bild machen können, buchstäblich, würde ich bitten, das erste Filmbeispiel zu zeigen. Das ist, es entstammt aus der ersten Episode der ersten Staffel. Also wir fangen jetzt wirklich richtig 1:1 beim Anfang an. Vielen Dank. Gerade in der letzten Szene, und das ist wegweisend für die Serie Borgen, sehen wir die Figur, sehen wir Birgitte Nyborg von hinten, wie sie die Arme hinterm Rücken verschränkt, sie steht vor einem großen Fenster, bodenlang, es gibt die Vorhänge darüber, sie blickt ins Ungewisse. Und ich würde das so als eine Art Theaterkulisse
interpretieren. Also sozusagen sie das große Theater der Mediendemokratie. Dieses Motiv finden wir auch in der Eingangsszene, wo die Figur der Birgitte Nyborg das allererste Mal eingeführt wird, nämlich als sie geschminkt wird. Sie wird sozusagen hergerichtet, sie wird negativ formuliert zugerichtet, um eben auch für ihren ersten großen TV-Auftritt, indessen der ihr Spin-Doktor eben die inhaltlichen Absprachen macht, die wir dann also über die Journalistin, und das ist genau das Dreieck, in dem wir uns bewegen, erklärt wird. Also die Journalistin, die ältere blonde Frau, erklärt ja, wie läuft eigentlich Wahlkampf, die Reduktion von Themen sind zentral. Gleichzeitig wird sie geschminkt und Kasper, ihr Spin-Doktor, legt eben fest, dass sie eben nicht über die EU, nicht über Europa reden werden, weil das nicht opportun ist. Dann passiert aber etwas Unvorhergesehenes, nämlich die Kandidatin soll vorgeführt werden über ihren Koalitionspartner, Demokratie immer als Aushandlungsprozess hier gezeigt, es geht um Koalitionen, welche temporären Allianzen sind zu bilden, welche sind möglich. Sie wird spontan damit konfrontiert mit ihrem möglichen Koalitionspartner, der ganz aktuell, obwohl die Serie schon, wie gesagt, 2012 lief, erstmal sagt, Asylbewerber und Asylbewerberinnen werden sowieso wieder zurückgeschickt und werden kaserniert. Ein Thema, das uns ja auch gerade umtreibt und das eben Birgitte vor eine Gewissensentscheidung stellt. Und daraufhin reagiert sie unkonventionell und eigenständig. Sie weicht vom Plot ab und sagt, nein, unter diesen Bedingungen wird sie nicht auf Linie bleiben, ist eben diese Position für sie nicht koalitionsfähig. Was hier von der Demokratie gezeigt wird, ist damit also klar, oder wie diese Figur eingeführt wird, nämlich als authentisch, als mit einem ehrlichen Engagement ausgestattet, die sich eben nicht zugunsten der Macht auf sämtliche, also eben darüber nicht ihre Überzeugungen verkauft. Und genau das, folgt man der Serie, wird ihr Weg zum Erfolg sein, auch wenn sie das zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht wissen kann. Große Differenz, dazu werden wir sicherlich nachher auch noch kommen, genau beim Thema, ihre überzeugungsgetragenen Entscheidungen stehen natürlich im krassen Kontrast zu das, was wir aus House of Cards kennen oder so das, was wir sowieso landläufig, selbst wenn wir jetzt mal kurz springen, weg von der Serie, vom Typus des Juristenpolitikers kennen, der eben entsprechend stromlinienförmig seinen Weg durch die politischen Prozesse macht, um dem es halt eben vor allem um Macht und nicht darum geht, Gesellschaft im demokratischen Sinne zu gestalten. Demokratisch bedeutet für die offensichtlich bis zu dem Zeitpunkt für Birgitte Nyborg, die Politik für die Marginalisierten zu machen. Ein zweites großes Thema neben eben dieser Mischung, die sie verkörpert, Unkonventionalität aus Überzeugung, scharfe Abgrenzung von Zynismus, ist das Thema Geschlechterdifferenz, weil das haben Sie ja, vielleicht erinnern Sie sich noch auch in der Eingangssequenz gesehen, sämtliche männlichen Figuren, die gezeigt werden in der Eingangssequenz, sind zynisch, agieren zynisch. Da gibt es diesen kurzen Ausschnitt von dem amtierenden Ministerpräsidenten, der sich eben, sie nehmen beide Pillen, ne, machen sich stark, machen sich fit für den Wahlkampf und offensichtlich hat der eine Herzprobleme und dann ist eben der Spruch, ich wusste gar nicht, dass du ein Herz hast, das steht natürlich für sozusagen durch- und ausbuchstabierten, inkorporierten Zynismus. Davon setzt sie sich ab und davon setzt sie sich als weiblicher Newcomer ab. Das heißt, hier die Serie tritt an mit dem Versprechen, dass diese Frau die zynische Politik verändern wird, dass sie diese zynische Politik drehen wird zugunsten einer Politik, die tatsächlich von Überzeugungen geleitet ist. Damit tritt diese Serie an, damit tritt diese Figur an. So, jetzt springen wir ans Ende, auch wiederum der ersten Episode und gucken uns an, wie es mit Birgitte weitergeht. Sie hat Tränen in den Augen, sie hat es wirklich geschafft, die Außenseiterin ist jetzt die Ministerpräsidentin, sie ist jetzt im Zentrum der repräsentativen, im Machtzentrum der repräsentativen Demokratie.
Wichtig, worauf ich Sie aufmerksam machen möchte, ist dieser eine Moment, wo sie sich A von ihrer Familie verabschiedet, das wird noch ein Thema sein, natürlich, ja, und dann feiert, dann von ihrem langjährigen Politfreund Bent, dem Mann mit dem Bart, nochmal kurz sozusagen, weil sie sagt, will ich das wirklich, ich weiß nicht, ob sie, hier ist die Akustik sehr schlecht, aber ich hoffe, Sie können es alles verstehen, dann eben sagt, will ich das wirklich? Ja, da gibt es einen Moment des Zögerns, dann schiebt er sie vor die Mikrofone in die Arena, in die Polit-Arena hinaus. Sie brilliert, aber es gibt eben diesen Moment der Unsicherheit und es wird dann noch ein zweites Moment der Unsicherheit geben, nämlich es stellt sich dann für sie am Ende der Wahlnacht die Frage, wie sage ich es meinem Mann? Wird er, weil da natürlich sie jetzt als Mutter ins Spiel kommt, damit das weitere große Thema dieser Serie, Vereinbarkeit von Karriere und Familie, alles natürlich Themen, die sehr, sehr zeitgenössisch sind, wird mein Mann weiter bereit sein, seine Karriere zurückzustecken. Wir hatten eigentlich ein sehr modernes Paar hatte eine andere Verabredung, nämlich dass er 5 Jahre auf die Kinder aufpasst, und dann aber sozusagen sie wieder übernimmt. Das wird jetzt einfach durch ihren Erfolg als Ministerpräsidentin durchkreuzt. Also wird das klappen, trägt er sie in ihrer neuen Rolle. Again, es geht immer um die Inszenierungsform, es geht eben um die Darstellung, es geht um Politik als mediales Theater und unter Einbeziehung von Verantwortung. Ich weiß nicht, jetzt können wir vielleicht noch mal kurz das ganze Ende sehen von der ersten Episode, nämlich wie sie nach Hause kommt und wie die Situation dort dann vor Ort ist. So, was so empathisch begann, ich straffe jetzt ein bisschen die Handlung, wird böse weitergehen. In der zweiten Staffel, das ist auch ein ganz klassisches dramaturgisches Prinzip dieser Serien, erste Staffel Aufstieg, zweite Staffel Niedergang. und dann der Wiederaufstieg aus der Delle. Das wird auch selber in der Serie dann in der dritten Staffel auch mal thematisiert, dass das gutes Fernsehen sei, wenn man Menschen beim Aufstieg, beim Fall und beim Wiederaufstieg zusehen dürfe. Es gelingt nämlich dieser Birgitte, gelingt es eben nicht, an ihren Überzeugungen festzuhalten. Sie wird korrupt, sie verrät ihre Überzeugung in der zweiten Staffel, ihre Ehe bricht auseinander, ihre Tochter wird magersüchtig, das ganze Konstrukt implodiert. Sie hält aber daran fest, weiterarbeiten zu wollen. Sie stolpert dann über gewisse, ja, es gibt einfach, also sie stolpert, weicht dann zwischenzeitlich in die Wirtschaft aus. Dort ist dann alles aber nochmal schlimmer. Das ist eine der wenigen Stellen, wo überhaupt Wirtschaft als Machtfaktor, also Ökonomie als Machtfaktor, als Teil der Demokratie gezeigt wird. Sicherlich, also aus meiner Perspektive, ein großes Manko dieser Serie, dass sie Macht jenseits von Ökonomie versucht darzustellen und eben auch Demokratie jenseits von ökonomischen Überlegungen oder von Einflussnahmen seitens der Wirtschaft darzustellen. Anyway, am Ende der zweiten Staffel ist völlig klar, wir mögen zwar Birgitte noch, weil diese Figuren oder die Figurenzeichnung weiterhin darauf angelegt ist, dass keine Figur komplett demontiert wird, also wir verstehen auch ihre Fehler, allerdings ihr Heiligenschein ist ihr genommen worden. Trotzdem ist sie noch keine Hassfigur, aber wir wissen jetzt auch nicht mehr, ob wir das noch wirklich gut finden und auch diese ganze Emphase, endlich eine Frau und jetzt wird die Politik besser. Am Ende der zweiten Staffel ist davon eigentlich nichts mehr übrig. Das ist insofern auch interessant, wie es jetzt in der dritten Staffel, und das ist dann auch die letzte, weitergeht, weil wenn man das ein bisschen in Kontext setzt, es gibt ja in den letzten Jahren verschiedene und auch zunehmend Serien, die die Chefin, die Karrierefrau, die Chefin in den Mittelpunkt stellen. Und zum Beispiel, ich nenne jetzt mal nur Serien, die mich selber sehr beeindruckt haben, Helen Mirren in der britischen Kommissarinnen-Serie Prime Suspect oder Patty Hughes alias Glenn Close in der US-amerikanischen Anwältin-Serie Damages. Grandiose Schauspielerinnen, grandiose Figuren, sie gehen am Ende komplett unter. Also sie scheitern an ihrem Erfolg und am Ende holt sie die Einsamkeit und der Alkoholismus ein. Und die Frage, wofür das alles, wird eindeutig beantwortet mit für nichts.
Insofern hat mich das eben auch, als ich dann danach auch Borgen gesehen hat, dann irgendwann sehr interessiert, dass ich dachte, mal schauen, ob jetzt diese Frau auch sterben muss, weil sie ausgeschert ist, weil sie einen anderen Weg gegangen ist, weil sie an die Macht wollte, weil sie gestalten wollte. Also ihre ganze Familie hat sie schon verloren. Ist jetzt die Frage, was kann sie jetzt eigentlich noch, was kann sie jetzt noch verlieren? Man weiß natürlich, sie muss jetzt auch wieder was dazu gewinnen, damit sie wieder was verlieren kann. Wir haben ja noch eine ganze Staffel vor uns. Und insofern gucken wir uns jetzt mal die letzte, also gucken wir jetzt mal rein in die letzte Episode, also in die letzte Folge, ganz am Anfang wieder. Sie gibt nicht auf, sie gründet eine neue Familie, sondern eine neue Partei. Sie tritt wieder zur Wahl an. Das zentrale Motiv oder die zentrale Fokussierung dieser Darstellung von Demokratie sind immer die Wahlen, auch wenn es natürlich noch um viel mehr geht. Deswegen habe ich Ihnen nochmal den Trailer gezeigt, dass auf der einen Seite versucht diese Serie, diese ganze Mechanik der Demokratie, das langweilige Wahlzeugs zu erklären, aber dann eben auch aufzupeppen durch sehr viel Sex, durch natürlich Intrigen, dazu kommen wir dann später noch, Intrige gegen Intrige und natürlich immer durch diese Verheißung, wir zeigen euch, wie es bei den Politikern zu Hause aussieht. Also wir gehen mit euch hinter die Kulissen der Macht und dann zeigen wir euch, wie es da eigentlich aussieht, und wobei die Figurenzeichnung hier ganz anders als bei House of Cards natürlich die Mittelschichtsfrau ist. Also die Elite wird zurückgeholt in die Mittelschicht, wird auf dem Sofa gezeigt, wird zu Hause bei der Familie gezeigt, in ihrer ganzen banalen Fehlerhaftigkeit. Geld spielt, wie gesagt, Ökonomie selbst sehr wenig, Geld spielt eine geringe Rolle in der Serie. Was wir dann jetzt auch noch gleich sehen werden, ja, wieder gewinnt sie die Wahlen, wieder hat sie die Chance über die Parteienarithmetik, obwohl sie nur 13 Mandate bekommt, Ministerpräsidentin zu werden, eben wiederum in einer Koalition. Also auch das ist natürlich eine Kritikform an Demokratie, dass einfach immer über diese Sitzverteilungen und so weiter Leute an die Macht kommen, die unter Umständen gar nicht das Mandat bekommen haben, um tatsächlich in eine Führungsposition zu kommen. Und da springen wir jetzt eben ganz ans Ende der letzten Folge, und da geht es zentral auch um das Thema, wie geht sie mit Macht um? Sie haben es vorhin gesehen, jede Serie ist, das ist ziemlich typisch für diese ganzen neuen Erzählweisen, so mit so Zitaten überschrieben. Ich finde das ziemlich prätentiös. Ich brauche eigentlich weder Machiavelli noch Buddha noch sonst jemand, um mich zu unterhalten, aber die Serie hat deklariert, damit natürlich einen hohen Bildungsanspruch. Ne? Das ist natürlich klar, an welches Publikum sich das adressiert. Kann man sich auch fragen, wie demokratisch das dann ist. Und das würde ich, Benjamin, dich bitten, vielleicht einfach an die nächste Stelle zu springen. Da geht es eben dann darum. Ja, sie ist zumindest Ministerpräsidentin gewählt worden. Jetzt verlaufen wir die Hintergrundgespräche ab. Beachten Sie Staatsministerin. Und ihre Frisur, die sich natürlich auch verändert hat, ganz staatstragend. Also Sie sehen hier die Entwicklung auch wieder von der Figur, war sie ja bei ihrer ersten Wahl noch verunsichert, ob sie es machen darf, umgeben von ihrem männlichen beratenden Freund. Hier ist sie komplett alleine, sie führt die Verhandlungen, sie sagt klar, das sind die Konditionen, und die Jungs sehen eben sozusagen, bewegen sich in dem von ihr gesetzten Rahmen. Jetzt springen wir nochmal ans Ende und gucken uns nochmal an, wie das jetzt mit der Privatsphäre oder ihrem Privatleben aussieht. Jetzt kommt sie nach Hause. Rotes Ikea-Sofa. So, also auch das ist jetzt sozusagen auch wieder sehr pädagogisch aufgebaut, diese Serie, wenn Sie das vergleichen, so mit der ersten Folge, auch da kommt sie abends, also kommt sie dann in der Wahlnacht nach Hause, die Eheleute stehen da ziemlich in Distanz schon zueinander, auch wenn es dann das Agreement und das erste Erschrecken des Ehemannes gibt, als sie Ministerpräsidentin wird, obwohl er dann zustimmt. Hier sitzen sie auf dem Sofa, umarmt. Sie erzählt ihm von ihrem super Kniff, dass sie jetzt zwar nicht mehr Ministerpräsidentin ist, ich bin sofort fertig,
dass sie sich, aber sie ihm nicht untergeht. Sie hat für sich einen Weg gefunden, moralisch zu bleiben, also sozusagen nicht mit ihren 13 Mandaten zu jonglieren. Und sie hat ihre Partnerschaft gerettet. Das heißt, wir haben es am Ende hier mit einem Happy End zu tun. Dänemark ist gerettet, ganz staatstragend. Birgitte, die Karriere und die Liebe. Und jetzt kommen wir zu House of Cards. Ja, vielen Dank, Ines Kappert, für diesen für die ersten Blicke in den Guckkasten der Mechanik der repräsentativen Demokratie, der Parteiendemokratie, wie Sie gesagt haben. Frau Lang, Sie haben sicher eine ganz eigene Sicht auf Borgen und vielleicht können Sie die auch in Ihren ersten Überlegungen ergänzen, verknüpfend das Ganze aber vielleicht mit der Frage, wo Sie zentrale Gemeinsamkeiten oder vielleicht Unterschiede zu der zweiten uns ja auch beschäftigenden Serie House of Cards sehen. Man könnte ja, wenn es um Kontraste geht, die Frage auf sehr unterschiedlichen Ebenen stellen. Ästhetisch unterscheiden sich die Serien sehr, nicht dramaturgisch und sicherlich auch inhaltlich mit Blick auf die Frage, was für eine Art von Politik dort dargestellt wird. Nicht? Vielleicht machen Sie mal einen ersten Kontrast auf und sagen Sie es auch, was Sie von Borgen halten. Geht das Mikrofon? Ja, jetzt geht es, genau. Bevor ich antworte, ich wollte ganz kurz noch was nachtragen, weil Sie sich vielleicht doch wundern mit der Biografie, warum ich hier sitze. Ich habe in den letzten Jahren sehr viel Texte über Fernsehdramaturgie veröffentlicht, unter einem Buch über Breaking Bad geschrieben, über Entreatment und I Love Lucy gearbeitet und unterrichte eben Filmdramaturgie an der Filmuniversität in Potsdam. Also das ist sozusagen eher der Grund, warum ich hier sitze, als dass ich mal DJ in den 90er Jahren war. Das nur sozusagen als kurze Ergänzung. Ich fand das also ja erstmal vielen Dank für die Präsentation und überhaupt vielen Dank für den Anlass, sich nochmal mit Borgen zu beschäftigen, weil ich habe House of Cards vorher gesehen und Borgen das jetzt nochmal zum Anlass genommen, die zu sehen und finde natürlich, dass die eigentlich gar nicht so viel miteinander zu tun haben, die beiden Serien, weil also sie spielen zwar beide dezidiert in der politischen Welt, aber House of Cards ist eigentlich keine Serie, wäre meine These, nicht wirklich über die politische Welt, sondern benutzt sozusagen das nur als Hintergrundmatrix für eine ganz klassische, genau, Intrige gegen Intrige Erzählung. Und das ist sozusagen der Negativentwurf oder benutzt sozusagen einen zynischen, ne, das entwickelt einen zynischen Gegenentwurf, während ja Borgen, nachdem ich jetzt auch die erste Staffel anlässlich dessen nochmal gesehen habe, eine Art totaler Positiventwurf ist für die Demokratie, für die Parteiendemokratie, sozusagen fast ein Märchen darüber ist, über die Parteiendemokratie. Und das ist, vielleicht könnte man das Still kurz einblenden von den beiden Anfangs. Also genau, das hatten Sie ja erwähnt. Was an Borgen ja sehr interessant ist oder was beide Serien vielleicht auch gemein haben, ist eben das Verhältnis von Politik und Medien. Also beide beziehen sozusagen ihren Intrigen-Gegen-Intrigen-Aspekt aus dem Verhältnis von politischer Macht und der Notwendigkeit der Darstellung und Repräsentation in den Medien über die Mediendemokratie. Hier ist es, weil ich in dramaturgischen Analysen immer sehr viel auf visuelle Dramaturgie versuche, auch ganz konkret zu gucken, ist alles schon im Bild enthalten. Also man sieht, ne, genau, wie sie sozusagen eine Doppelrolle hat. Das ist sozusagen das Grundproblem seit Platon in der Demokratie oder auch vielleicht die große Kritik an den Demokratien ist ja die Repräsentationsdemokratie. Also dass es ein Problem gibt, Sie hatten das ja kurz erwähnt, da könnten vielleicht noch drüber sprechen, das Verhältnis Theaterpolitik, ne, das beide Serien stark ausspielen. Vielleicht kann man das nächste Still zeigen. Es gibt nämlich einen großen Unterschied in den beiden Serien, der sofort in der allerersten Szene der Einführung der Protagonisten eigentlich schon sich abzeichnet. Und zwar könnte man fast das europäische Erzählen gegen das amerikanische setzen, weil in Borgen wird die Hauptdarstellerin immer, und wie auch alle anderen Figuren, werden abhängig von den Umständen eingeführt. Also sie sind sozusagen sofort abhängig davon, von den Gegebenheiten. Das ist geradezu ein episches gesellschaftliches Erzählen, während in der amerikanischen Variante sofort wieder der handlungstragende Held, der also ein Negativheld ist, aber trotzdem ist er der, der die Handlung voranbringt. Und das ist sozusagen der typisch amerikanische Mythos der Politik und des Erzählens, dass doch sozusagen durch
moralisch ambivalentes Handeln, aber doch tatkräftiges Handeln, hier eben der Hund umgebracht wird in der allerersten Szene, um ihn vom Leiden zu befreien. Das ist natürlich total hoch ideologisch von Anfang an, und ich finde, da sind sozusagen die beiden der Grunderzählgestus dieser beiden Serien ist eigentlich schon für mich da so total enthalten. Und das ist auch, glaube ich, meiner Meinung nach das Progressive an Borgen. Das ist nämlich eigentlich sozusagen zeigt die Protagonistin, die Heldin, die meiner Meinung nach eine klassische Jeanne d'Arc ist, die Tragödienfigur, die alles verliert, also ihre Ehe, Liebe verliert, aber um das Land zu retten, sie rettet Dänemark, das wäre sozusagen, wenn man das runterbricht, die dramaturgische Grundkonstellation. Das ist eine viel sympathischere Erzählung natürlich sozusagen auch als die amerikanische Variante, die letzten Endes doch, glaube ich, wäre meine These, doch reaktionär ist, so in dem, wenn man das dann so runterbricht. So, jetzt habe ich aber lang geredet, gut. Aber. Beginnen wir vielleicht mit einer eher allgemeinen Frage, die, wenn man so will, beide Serien betrifft, im Zeitalter der sogenannten Politikverdrossenheit oder Politikerinnen, Politikerverdrossenheit, kann man sich natürlich fragen, warum interessieren sich plötzlich so viele Leute für Politik und schauen sich die Serien an? Wie erklärt sich der Erfolg dieser Serien? Man könnte dazu ja auch wiederum eine zynische These haben, dass es gerade eben in Zeiten der Politikverdrossenheit so ist, dass man sich gerne Serien anguckt, in denen sich sämtliche Vorurteile gegen machtgeile und korrupte Politikerinnen bestätigen. Das ist aber vermutlich nicht der Witz, der den Erfolg dieser Serien erklärt, Frau Kappel. Was denken Sie? Naja, also ich denke, für Borgen ist es genau diese Ambivalenz. Also dass man auf der einen Seite, genau wie Frau Lang beschrieben hat, ist ja so, es ist ja so dieses Empowerment, aber unter, also so, Empowerment, ich gestalte Gesellschaft, aber immer unter den schon gesetzten Bedingungen. Also an der Stelle ist diese Serie ja nicht naiv. Ich glaube, dass es so dieses... Also das, ich würde denken, dass das Positive oder das Ansprechende von Borgen, dass es das so eine Serie, also auch mit so einem Klärmodus, tatsächlich ein Millionenpublikum findet, das liegt ja erstmal nicht auf der Hand. Und ich muss auch sagen, je öfter ich die Serie sehe, desto gelangweilter bin ich. Ich erinnere mich aber noch, als ich sie zum ersten Mal gesehen habe, war ich total geflasht. Also und habe mich sehr, sehr darüber gefreut, dass es jetzt endlich mal eine... Dass eben diese zynische Haltung aufgegeben wird und dass ich mich sozusagen als Zuschauerin da auch mit empowern kann und mit der Vorstellung, ja, das geht doch. Und sicherlich auch da die Gender-Komponente ist da ein Grund. Also das Publikum, das diese Serie gefunden hat, ist zu groß, um zu sagen, ja, das ist halt so eine typische Frauenserie, gucken Frauen, das ist kein Nischenprodukt, aber ich denke, dass dieser Gender-Aspekt, der ja auch permanent thematisiert wird in der Serie, das habe ich jetzt nur in Bezug auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ausgeführt, und eben die alteingesessenen Herrenpolitiker und die neue Frauenpolitik, also die neue Frau in der Politik, dass das eben auch ein Versprechen ist, dass zumindest auch noch um die Jahrtausendwende doch ganz gut gezogen hat. Und ich glaube, so dieses Prinzip, halt konventionell zu sein und gleichzeitig dann doch nochmal in einer Ecke auszuscheren, also was Unmögliches zu erzählen, ist eben auch ein Erfolgsfaktor. Frau Lang, würden Sie sagen, dass sich der Erfolg eigentlich gemeinsam erklären lässt, also der Politserien? Wenn man bedenkt, dass gerade an diesem irgendwie doch entscheidenden Punkt, wie zynisch ist der Blick auf Politik, sich diese beiden Serien jetzt denkbar scharf voneinander unterscheiden, nicht? Ja, würde ich sofort sagen, ne? Also, weil das wirklich ein total positiver Entwurf ist mit... sehr, also das Tolle an beiden Serien ist ja, dass sie dieses reflexive Potenzial haben, also dass sie selber, also gerade Borgen ist sehr hoch selbstreflexiv durch die, dass es einmal in der Politik spielt, aber auch in den Medien spielt. Dann kommt das die Familien, was ganz wichtig für den Erfolg, glaube ich, auch ist, ne, dass das einen großen Raum nimmt, ja dann doch diese Privatgeschichte ein. Und ich muss sagen, also mir geht es um das andersrum, also ich finde die Serie immer besser, gerade hier, und House of Cards immer weniger interessant oder so. Also ich bin bei House of Cards auch stecken geblieben irgendwann, also weil sich das sozusagen, der Zynismus ist, erschöpft sich einfach sozusagen in den Zynismus und macht das erzählerisch ja gar nicht weiter produktiv. Dazu kommt, dass ich das englische, das britische Original, ich weiß nicht, ist inzwischen allen bekannt, eigentlich viel interessanter finde,
weil es eine Satire ist auf die politischen Verhältnisse. Ich weiß nicht, wer von Ihnen kennt das britische Original von House of Cards? Doch einige, ja. Das ist sozusagen, also das ist eigentlich viel interessanter, weil es ja die auch wieder europäisch ist. Europäisches Erzählen ist irgendwie immer interessanter, aber naja, nicht immer, gut. Das Original ist eine Satire, wo der Premierminister irgendwann sogar Prinz Charles absetzen will im Sinne der Demokratie, sogar zum das Könighaus abzuschaffen. Die amerikanische Variante ist da nämlich irgendwie eher so weichgespült, fast irgendwie arbeitet also typisch mit Ironie, aber erzählt ja eigentlich, also ich finde bei House of Cards ist eigentlich am Ende keine wirkliche Erzählung über die amerikanische Parteienpolitik oder den Zustand, da gibt es ganz andere Serien, die dann vergleichbarer wären und das wäre dann Show Me a Hero von David Simon, um es kurz zu erwähnen. Ich habe ein Still von der Serie mitgebracht, weil die ja noch nicht angelaufen ist, die kann man glaube ich auf Sky jetzt sehen. Das wäre für mich viel mehr der Vergleich inzwischen, vielleicht mit Borgen oder so, weil das sozusagen eine sozialrealistische Serie ist, über die man die sich als Lehrstück versteht, wo man richtig was lernt über Politik. Und da ist dann interessant, aber eben auch der Negativentwurf, der Bürgermeister bringt sich am Ende um und nicht wie in Borgen, wobei ich ganz enttäuscht war, dass sie Krebs kriegt. Also, ja, aber die wird geheilt. Ah, oh gut. Sie überlebt. Zumindest die dritte Staffel überlebt. Ja. Da würde ich nämlich ganz gerne eigentlich zu diesem Gender-Aspekt nochmal was sagen, weil wir auch kurz darüber gesprochen haben, weil die Frauenfiguren, also ich habe meine Zweifel an dieser Frauenfigur zum Ausdruck gebracht, so, aber ich habe dann auch überlegt, warum sie dann doch am Ende, glaube ich, doch eine positive Figur ist und zwar anders als im deutschen Fernsehen, wo die ganzen Frauen, Kommissarinnen, Ermittlerinnen, berufstätigen Frauen immer bestraft werden und was am Ende nämlich doch ein Scheitern erzählt, scheitert die Figur ja nicht. Sie muss sozusagen ihre komplette Familie opfern und die Liebe, also erstmal in der ersten Staffel sozusagen verliert sie das, aber sie gewinnt und das hat mich befriedet, so ein bisschen, ne? Mit so einem Gender. Man könnte sich sicher auch fragen mit Blick auf House of Cards, ob dort nicht gewissermaßen auch ein Abgesang auf ein bestimmtes männliches Ideal von Politiker-Dasein ironisch, nicht, dargestellt wurde. Ein weiterer, wie mir scheint, wichtiger Unterschied zwischen den beiden Serien scheint mir der zu sein, dass Borgen viel stärker als House of Cards auch politische Inhalte diskutiert. Also in Borgen hier, wir haben es eben gesehen, nicht? Also die Asylfrage, Migrationsfrage, in einer Folge geht es um Prostitution, es geht um Massentierhaltung und so weiter. Da hat man ja bei House of Cards ständig das Gefühl, es ist völlig x-beliebig, die Inhalte, um die geht es gar nicht. Wenn man das jetzt sich so anschaut wie bei Borgen, dann, da hatte ich dann manchmal beim Schauen das Gefühl, dass sozusagen die Sphäre der Unterhaltung sozusagen in Richtung der Sphäre der politischen Bildung, ja, verlassen wird. Ist das eigentlich dann noch Unterhaltung oder ist das schon ein Beitrag zur politischen Meinungs- und Willensbildung? Wie würden Sie das sehen? Darf Unterhaltung das? Ja klar, also da Unterhaltung darf auch bilden. Ich glaube, dass ja, dieser pädagogische Anspruch ist da, aber das habe ich jetzt, das ist jetzt, also aber der wird ja mit so vielen privaten Geschichten und eben unterhaltend und unterlegt. Und genau diese Mischform ist ja das, also dieses Mischen von eigentlich Dingen, die als unvereinbar gelten, das ist ja das Erfolgsrezept. Und da setzen sich diese Serien eben auch vom konventionellen Fernsehen ab. Sie erzählen ja genau etwas anderes als die Medienleute, die Talkshows machen, die Talkshows konzipieren, die unsere öffentlichen rechtlichen Fernsehprogramme konzipieren, die ja immer sagen, es ist zu kompliziert für die Leute, das gucken die nicht. Wir können keine Inhalte transportieren, das Publikum ist zu dumm, zu desinteressiert. Das wird kontrastiert über ein millionenfaches Publikum. Das ist einfach, also sozusagen, das ist eine Bankrotterklärung. Sämtliche Serien, die wir genannt haben, auch House of Cards, aber auch wenn wir The Wire, Show Me a Hero, you name it. Ja, das ist eine Bankrotterklärung an die Redakteure, um die sie sich leider nicht, und Redakteurinnen in den Fernsehanstalten, um die sie sich leider nicht kümmern müssen, weil sie halt feste Jobs haben. Was ich auch, wenn man, also weil Sie haben das angesprochen, diese Themenvielfalt, also sozusagen Realismus-Effekt über das Aufgreifen von Themen, die tatsächlich in der Luft sind. Ich glaube, dass was Borgen oder was mich jetzt auch sehr daran interessiert ist, wir haben ja ganz aktuell im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung mit Vertriebenen auch unterschiedliche Politikmodelle, die aufeinanderprallen. Also die sehr, sehr zynische Haltung, repräsentiert von de Maizière, alle raus, egal, grenzendicht,
Deutschland ist überfordert, Humanität muss Obergrenzen haben, versus ein Teil der Zivilgesellschaft, die sich ja genau also mit so einem wertfreien Handel nicht einverstanden erklären und die sagen, nee, das, wir möchten aber die offene Gesellschaft. Und eben diese Bewegung ist eine Graswurzelbewegung und sie wird mehrheitlich von Frauen getragen, weil die ehrenamtlich helfen und sozusagen, da gibt es auch erste Studien jetzt dafür, also sozusagen auf Risiko investieren, auch wenn die Dividende unklar ist. Das ist ein eher untypisches Verhalten für männliche Subjekte. Und das finde ich aber ganz interessant, weil Sie sagten, also ist dieses zynische Modell überholt? Also ich würde sagen, so weit sind wir leider noch nicht, weil also wir erleben es gerade in Deutschland massiv. Ja? Also es gibt den Aufstand, es gibt die Gegenbewegung, aber es gibt die politischen Entscheider, wir haben das verschärft, wir haben das härteste Asylgesetz ever, jetzt im Zuge des zivilen Engagements bekommen und sie setzen das durch. Und de Maizière hat ja, Sie wissen das wahrscheinlich auch alle, dann schließe ich meinen Exkurs, aber ich finde das ganz wichtig, wenn wir jetzt eben auch gerade hier in diesem Rahmen über Parteiendemokratie, wie attraktiv ist das eigentlich noch oder welche Relevanz hat das noch, dann sehen wir ja, dass das Agieren außerhalb der Parteien einfach auch ein ohnmächtiges sein kann, weil zivilgesellschaftliches Engagement hin oder her, Fakten werden von den Politleuten oder von den PolitikerInnen geschaffen und an denen kommt man jetzt erstmal so schnell nicht mehr vorbei und sie sind ganz klar mit einem gewissen Siegesbewusstsein unterwegs, daraus zeigt sich jetzt auch in der letzten Aktion von de Maizière, der einfach mal gesagt hat, sämtliche Flüchtlinge bekommen nur noch ein Jahresaufenthalt, hat man halt mal gesagt, musste ja dann heute wieder zurücknehmen, das Ministerium hat es dementiert, aber man sagt es einfach mal so, am Grundgesetz vorbei, geht. Und das ist ja jetzt nicht eine marginale Figur, das ist ja der Innenminister, also jemand mit einer Verantwortung. Das heißt, wir sind das, was sozusagen diese beiden Serien, House of Cards einerseits, Borgen auf der anderen Seite erzählen, ist, glaube ich, gerade wirklich eine Auseinandersetzung in der politischen, in der gesellschaftlichen Arena. Wo stehst du? Bist du zynisch oder willst du helfen? Aber welche Mittel der Verteidigung, einer nicht zynischen Haltung hast du überhaupt? Ich würde gern gleich auf diesen Punkt, auch mit einer längeren Rückfrage, auf diesen Punkt der unterschiedlichen Demokratiebilder, die dort verhandelt werden, zurückkommen. Vielleicht aber die gleiche Frage nochmal an Frau Lang, die politischen Inhalte, die bei Borgen verhandelt werden. Wie wichtig ist das schmückendes Beiwerk oder ist das für das Gelingen der Serie wichtig? Und wenn ja, wieso kommt House of Cards völlig ohne politische Inhalte aus? Wie erklären Sie sich das? Also ich denke auch, die politischen Inhalte in Borgen werden ja gar nicht weiter ausgeführt, die werden eher als Reizstichwortgeber so benutzt. So. Man kann an der Serie jetzt auch nicht wirklich was lernen, dafür ist die Dramatisierung und die Geplottetheit viel zu stark. So. Also das Ganze steht doch in dem Dienst der funktionierenden Plots und Erzählungen. Also es wird am Rande angerissen und so und verweist sozusagen immer, das ist dann die implizite Dramaturgie so auf Wirklichkeitsverhältnisse, aber das wird ja niemals ausdiskutiert, sondern es wird immer sozusagen nur als Meinung auf den Tisch gelegt oder postuliert. Aber ich habe mir nochmal die allerletzte Szene der Pilotfolge und um rauszukriegen, was jetzt so im Kern eigentlich Borgen inhaltlich erzählt, und da waren zwei Sätze irgendwie interessant. Und zwar sagt in der letzten Rede der ersten Staffel ist das, da sagt sie dann, also wir in der letzten Rede, wir wollen das alte Dänemark behalten und zwar gemeinsam und wir alle müssen lernen, Verzicht zu üben und dass wir nicht mehr so reich sein werden, wie wir mal waren. Und ich dachte, das ist das Bedeutungsfazit der Serie und auch sozusagen der pädagogische Bildungsauftrag dieser Serie, die Funktion dieser Serie, irgendwie die Umbrüche, die sozusagen gerade gesellschaftlich für die alten europäischen Demokratien anstehen, zu thematisieren und dann eigentlich ja doch wieder auch in einer reaktionären Weise, weil eigentlich Unterhaltungsfernsehen letzten Endes nie wirklich progressiv sein kann. Es ist zu sehr eingebunden in Funktionalitäten, Produktionswirklichkeiten. Das sind schließlich öffentlich-rechtliche Fernsehsender, die das finanzieren. Gekauft wird es auch von öffentlich-rechtlichen. Also es gibt bestimmtes Potenzial, aber es hat seine Grenzen. Und ich fand das sozusagen in dieser Ansprache sind für mich so die beiden Funktionen so ausgesprochen, also dass das ein Versuch ist umzugehen, aber es wird ja keine wirkliche Utopie entwickelt und es kann auch im Erzählen keine Utopie entwickelt werden, weil es immer wieder die Wiederholung alter Mythen und Einschreibungen sind. Also das ist sozusagen von keiner Fernsehserie der Welt ist sozusagen wirklich gesellschaftsutopisches Potenzial zu erreichen, da muss man glaube ich eher woanders gucken,
andere Erzählformen, offene Erzählformen im Theater, im Internet oder so. Ne? Jetzt habe ich mich aber, habe ich die Frage schon wieder aus dem Blick verloren. Bevor wir auch gleich sozusagen die Diskussion zu Ihnen, zum Auditorium hin öffnen, vielleicht nur nochmal der Versuch, auch nochmal die Diskussion jetzt zuzuspitzen oder zu lenken auf das Thema auch dieser Tagung, Zukunft der Parteiendemokratie. Ich will ganz kurz ein bisschen ausholen. Immer wenn ich meine Studierenden in Seminaren der politischen Philosophie frage oder bitte, spontan zu sagen, was sie unter Demokratie verstehen, dann kreisen die Antworten meistens um drei verschiedene Bilder von Demokratie und Politik. Die erste Fraktion sagt, Demokratie ist im Wesentlichen das, was passiert, wenn die Wählerinnen und Wähler alle 4 Jahre dazu aufgerufen werden, zur Urne zu gehen. Dann werden sozusagen aus dem Kreis der Parteien Repräsentantinnen und Repräsentanten gewählt, die dann mehr oder weniger im Namen des Volkes sozusagen mehr schlecht als recht regieren. Das ist, wenn man so will, das Modell der repräsentativen Parteiendemokratie und vielleicht steht die Serie Borgen als Guckkasten dieser Art von Demokratie auch für dieses Bild von Demokratie. Die zweite Fraktion sagt, Demokratie ist nichts als ein schöner Schein, der letztlich systemstabilisierend wirkt und hinter dem sozusagen korrupte, machtgeile Eliten einfach ihr Ding drehen. Ja? Und das ist, wenn man so will, der zynische oder meinetwegen machiavellistische Blick auf die Politik und für den steht vielleicht die Serie House of Cards. Und dann gibt es natürlich immer ein drittes Verständnis von Demokratie und dem kann man sich nähern, wenn man in den Konjunktiv Irreales wechselt und sagt, Demokratie, das wäre, wenn wir alle mitregieren dürften. Das ist ja also offenkundig ein ganz anderes Verständnis, viel emphatischeres Verständnis von Demokratie. Und wenn man sich auf die Suche nach einer Fernsehserie begibt, in der sozusagen ein solches Demokratieverständnis verhandelt wird, dann würde ich Ihnen empfehlen, sich Lost anzuschauen. Ja, das sind 6 Staffeln, unendlich viele Folgen. Die Geschichte eines Flugzeugabsturzes auf einer pazifischen Insel, das scheint auf den ersten Blick gar nichts mit Politik zu tun zu haben, aber wenn man sich anschaut, da kommt eine Figur namens John Locke vor, da kommt eine Frau namens Rousseau vor. Das ist eine Fernsehserie, die, wenn man so will, in der Tradition des Kontraktualismus, ja, der Vertragstheorie, mit der Idee eines fiktiven Naturzustands operierend den Bedingungen demokratischer Selbstregierung nachspürt. Das finde ich sehr interessant. Das ist, wenn man so will, ein drittes Modell von Demokratie. Und wenn man sich jetzt anschaut, dass in unterschiedlichen Serien diese unterschiedlichen Bilder von Demokratie verhandelt werden, dann stellt sich irgendwie die pädagogisch-didaktische Frage, kann man daraus irgendwas lernen für die Zukunft der Parteiendemokratie? Fällt Ihnen dazu was ein? Naja, was man, also ich weiß gar nicht, es gibt jetzt auch noch zum Beispiel einen Film kommt jetzt ja gerade in die Kinos, eben mit dem Protagonisten Jan-Philipp Albrecht, Democracy heißt der, im Rausch der Daten. Es gibt eine Sehnsucht nach Demokratie, das wäre meine Antwort. Und das erzählen diese Serien, das erzählt die Serie vom Naturzustand Lost, das erzählt Borgen, das erzählt Democracy. Das sind alles erfolgreiche Filme, das heißt diese Annahme, Demokratie als solches hätte kein Interesse, die würde ich einfach nicht teilen, ich würde sie für falsch halten. Aber es geht darum, neue Erzählformate, neue Erzählformen zu finden. Und das ist auch die Aufgabe innerhalb der Politik. Natürlich, also wenn sie immer weiterhin sich den Medienstandards so weit unterwerfen, dass nur noch die Konservativen, also nur noch die Seehofers und die de Maizières und die Leute von der AfD, wo es ja ziemlich viele Schnittmengen gibt inzwischen zwischen der AfD und Seehofers und de Maizières, wenn nur noch die Standards verlassen können, wenn nur noch die Reizworte ausgeben können, weil alle anderen davor Angst haben, auf ihre Worte festgelegt zu werden, die dann eben nicht mehr im allgemeinen Rauschen untergehen, ja gut, dann haben wir es mit einem Demokratiemodell zu tun, das sozusagen Demokratie immer nur noch am rechten Rand als offene Meinungsäußerung verhandelt. Und das ist etwas, was wir gerade auch in der Realität erleben, dass das, würde ich sagen, keine so richtig gute Idee ist, aber eben eine Gefahr. Und diese Filme erzählen eben von der liberalen Sehnsucht nach Aushandlungsprozessen, die tatsächlich nach einer Balance suchen, die teilen wollen, die auch Verzicht üben wollen, also eigentlich auf solchen Werten der Mitte aufruhen, die man jetzt als unsexy wahrnehmen könnte. Ich allerdings, ich
bin relativ viel in der Flüchtlingsarbeit unterwegs und ich ertrage diesen Fernsehzynismus nicht mehr. Also das ist eben auch eine sehr, man muss in einer sehr saturierten Position sein, um sich an so einem House of Cards Zynismus, also um sich davon unterhalten lassen zu können. In dem Moment, wo die eigene Position prekärer ist, beziehungsweise wo die Wahrnehmung von extrem prekarisierten Leuten zum Alltag gehört, schwindet das Unterhaltungspotenzial. Und das ist also so Botschaft oder was kann die Parteiendemokratie, die Liberale, die Nichtrechte davon lernen, sich über ein paar Inhalte verständigen, dazu Positionen zu beziehen, entsprechend die Allianzen zu bilden, dass sie dann nicht über diese Positionierung stolpern. Das muss man natürlich in der Politik vorbereiten und absichern. Dieses Argument, Leute wollen nichts Kompliziertes hören, ist Unfug. Weg damit und eine Reformierung der öffentlich-rechtlichen Fernsehsender. Ja, ich selbst muss sagen, beim Schauen dieser Serien, wenn man das Bedürfnis hat, etwas über den Zustand der demokratischen Politik heutzutage zu lernen. Jedenfalls würde ich sagen, ich habe da bei diesen Fernsehserien mehr darüber gelernt als in meinem Politikstudium, ja, in dem man eigentlich über die Funktionsweisen von Politik eigentlich gar nichts lernt. Aber würden Sie sagen, Frau Lang, darum geht es eigentlich gar nicht bei diesen Fernsehserien, dass man was lernt über Politik oder irgendwie doch? Ich weiß nicht, vielleicht muss man das mal andere fragen. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich was gelernt habe, weil ich das einfach zu funktionalisiert erzählt finde. Aber das ist vielleicht auch mein Dramaturgieblick oder so. Ne? Oder mein, also würde mich mal interessieren, ob man, also ich hatte erst das Gefühl, es bedient meine Schaulust bei Borgen. Das ist sozusagen der Blick hinter die Kulissen. Aber das, ich bin sozusagen beim fiktionalen narrativen Erzählen nicht, glaube ich, so orientiert im Blick auf das, was man lernt, weil ich glaube, das Verhältnis zum Realismus und zur Wirklichkeit ist so vermittelt, dass das nicht auf der ersten Ebene stattfindet, so irgendwie. Und ich meine, bei House of Cards, das hat man ja sehr schnell verstanden, diesen zynischen Blick, der übrigens ja auch ein ganz kleiner Schritt zu Demokratiefeindlichkeit nur ist. Ne? Also ja, es ist ja nicht sozusagen weit entfernt, das sozusagen anzuschließen an, ne, an die ewigen Argumente des Problems, dass Repräsentationsdemokratien eben nicht funktioniert. Aber was ich wüsste nicht, mich würde mal interessieren, was haben Sie denn bei House of Cards gelernt? Also. Kann ich Ihnen auch später sagen. Ich will jetzt tatsächlich mal die Diskussion eröffnen. Vielleicht sagen Sie, ob Sie was gelernt haben oder auch nicht, aber Sie können auch über ganz andere Dinge sprechen. Wer möchte von Ihnen etwas sagen? Haben wir ein Saalmikrofon? Gibt es? Ja? Da kommt. Bei Show Me a Hero habe ich was gelernt, ja. Ja, guten Abend. Wir sprechen ja jetzt gerade über zwei ausländische Beispiele aus dem großen amerikanischen Fernsehmarkt, wo sowieso ganz viele tolle Serien alles besser, und aus dem skandinavischen, wo es auch viel heißt, es gibt tolle Serien, das stimmt ja auch. Was sagt das über die deutsche politische Gesellschaft aus, dass es in Deutschland nicht so eine Entwicklung zu so einer Polit-TV-Serie gibt? Ich kann mich ganz dunkel erinnern, das muss noch als Schröder Kanzler gewesen war oder so sein, also auch zu lang her, als dass ich mich da bewusst dran erinnern könnte, aber da gab es so eine Serie im ZDF, das Kanzleramt, wo glaube ich sowas Ähnliches wie Borgen in kurz, aber das ist gefloppt, nach einer Staffel kam es nicht mehr, und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum kommt das nicht mehr als 12-jähriger Junge? Was sagt das über die deutsche Gesellschaft aus, dass es keine deutsche Politserie im TV gibt? Also ich glaube, muss man auf zwei Arten beantworten. Es gibt einmal das Konkrete, dass Serien konkret hergestellt werden müssen, von konkreten Autorinnen geschrieben werden müssen, von Redakteuren betreut, und das ist in Deutschland tatsächlich, Sie haben das ja kurz schon erwähnt, ein institutionelles Problem. Also das hat mit den Förderregularien zu tun, es hat sozusagen mit den Produktionswegen zu tun. Es gibt in Deutschland noch nicht mal eine Möglichkeit eines Vertrags für einen Writers Room oder so, weil es beim Fernsehen nicht möglich ist, solche Verträge abzuschließen und so. Also es gibt eine ganz konkret nachvollziehbare Probleme, warum es so eine bestimmte dramaturgische Qualität in Deutschland nicht gibt. Das andere ist jetzt so, wo Sie auch nachfragen, ob es sozusagen so einen gesellschaftskulturellen Geist gibt, irgendwie, der sowas verhindert. Und ich würde sagen, das gibt es. Es gibt ein sehr deutsches, spezielles Phänomen, dass das Fernsehen in der alten Tradition des Theaters seit der Bildungsreform von Gottsched sich als Bildungsanstalt versteht. Sozusagen
Das Fiktion, also das deutsche Fernsehen ist ja sehr stark, was das Journalistische angeht, und im Fiktionalen aber sozusagen überschreibt immer die ethische und journalistische Funktion der Erzählungen das, was aber gute dramatische Kunst braucht, dass sozusagen Autorenstimmen eigentlich hinter das Dramatische zurücktreten. Das passiert im Fiktionalen nicht. Das hat, glaube ich, tatsächlich sozusagen eine deutsche Tradition. Das würde jetzt zu weit führen, das reicht zurück bis in den Nationalsozialismus, wo sozusagen das über das Gefühl alles verhandelt wird. Also es gibt eine lange Tradition, die zurückreicht. Da würde ich sozusagen zustimmen, dass das so verhindert, warum ein bestimmter Blick und ein kritischer Blick auf Merkel im Fiktionalen, der ja böse erst interessant wird, wenn der Blick auch ein bisschen böse ist oder so, das Fiktionale auch wirklich ausspielen würde, das traut sich dann keiner, weil sozusagen das, ne, der Aufschrei zu groß wäre, weil man es immer so sehr dann mit der Realität verwechselt, weil in Deutschland es auch nur Naturalismus und Realismus gibt und so das Fiktionale auch nicht so stark ausgespielt ist, wie im amerikanischen oder auch in anderen europäischen Erzählen. Also, aber da könnte ich stundenlang drüber reden, über sowas. Ja, aber also ich würde Ihnen ja recht geben, aber das Interesse an den Serien zeigt ja, dass wahrscheinlich, dass die Institutionen in dieser Tradition stehen, aber nicht unbedingt das Publikum. Ja, nein, ich meine, also das Interesse Institut ist ja da. Also was sagt das über die deutsche Gesellschaft aus? Sie hat ein Problem mit den Institutionen. Ja klar, das Publikum hat sich ja abgemacht von den Zumal von den Jüngeren, Fahnen. Also die Öffentlich-Rechtlichen haben eigentlich das so gut wie das gesamte jüngere Publikum verloren und haben, obwohl sie einen Bildungsauftrag haben, das in Kauf genommen. Es kümmert sie nicht, sie haben einfach die Rundfunkgebühren erhöht und egal. Ja. Das zur deutschen Gesellschaft. Und es sitzen natürlich, durch das föderalistische System, sitzen natürlich in diesen ganzen Rundfunkräten die Parteien. So, what happens? Ganz kurz, es gehen übrigens inzwischen 70% des Budgets der Öffentlich-Rechtlichen in die Pensionskassen, ne? Also so ungefähr. Also das ist sozusagen auch wirklich ein institutionelles Problem. Also, und der Durchschnittslohn für Dokumentarfilme ist, glaube ich, 2,80 inzwischen in Deutschland. Bitteschön. Dankeschön. Ich wollte zum einen kurz was zu der Frage, was aus Borgen gelernt, sagen. Ich habe die Serie geschaut, so ungefähr ein halbes Jahr, nachdem ich angefangen habe, für die Grüne Landtagsfraktion in Baden-Württemberg zu arbeiten. Die Akustik hier ist wahnsinnig schlecht, wir verstehen sie kaum, deswegen wäre es schön, wenn Sie ein bisschen langsamer sprechen. Okay, ich versuche es nochmal langsam und deutlich. Ich habe Borgen gesehen, sozusagen ein halbes Jahr, nachdem ich angefangen habe, für die Baden-Württembergische Landtagsfraktion zu arbeiten. Und es war ein sehr großer Wiedererkennungseffekt. Also vieles von dem, was da fiktional vorgestellt wurde, war wirklich sehr realistisch zu dem, was ich, ähnliche Situation, grüner Ministerpräsident, unerwartete Regierungsübernahme und so weiter, da persönlich erlebt habe. Das ist Anekdote, wie auch immer. Und dann wollte ich gerne sozusagen den Diskussionsbogen noch mal ein bisschen öffnen. Wir hatten das ja heute Morgen schon mal in einem der Beiträge angesprochen, das Thema Kabarett als journalistisches Format. Das ist jetzt kein Serienformat, TV-Kabarett. Aber wenn man sich anschaut, die Anstalt sozusagen als öffentlich-rechtliches Fernsehformat, was Demokratie, jetzt vielleicht nicht unbedingt Parteiendemokratie, vielleicht doch auch ständig verhandelt, da würde mich noch ein bisschen was zu interessieren. Naja, da sind wir auch wieder bei einer, sollen wir sammeln? Also, ist okay. Also da sind wir jetzt auch wieder bei einer Formatfrage. Also unter dem Dach der Satire gibt es eben auch wieder eine andere Tradition und das geht dann. Aber es geht eben nicht, wie auch schon Frau Lang gesagt hat, es geht eben nicht im Bereich der Fiktion. Satire, also Satire darf das. Satire darf nicht alles im Fernsehen, auf keinen Fall, aber schon deutlich mehr. Und das sind aber gute, also ich denke auch, dass die Anstalt zeigt, es gibt die Überlegungen in der Richtung. In der Gesellschaft. Ja, ich glaube auch, es wäre ja möglich, sozusagen, wenn das nicht ein institutionelles Problem wäre mit den Fördergeldern für Mittel. Es gibt ganz viele an der Filmuniversität junge Studierende, die alle was wollen, die sind ja alle in den Startlöchern. Das Problem ist auch bei der Diskussion gestern in der Akademie der Künste, wo die ganzen Filmschaffenden sind, sie kommen nicht ans Geld ran und das ist ein institutionelles Problem. Also das sozusagen, es wäre ja denkbar und möglich, aber es ist sozusagen, ne, das ist der Verwaltungsapparat, der das sozusagen erschwert. Sagt aber vielleicht auch was über das politische Personal hierzulande aus, dass man sich zwar über sie lustig machen kann, aber keine dramatischen Figuren nach ihnen modellieren mag. Vielleicht liegt es auch daran. Hatten Sie sich gemeldet, Frau Ring? Ja, ich würde gerne Ihnen in ein paar Punkten widersprechen. Ich habe zufällig auf Arte ein paar Folgen gesehen von Borgen und fand die nicht so schlecht, weil sie, finde ich, ganz wesentliche Inhalte unterschlagen haben, die hier so am Rande auch rauskamen, nämlich zum Beispiel das Verhältnis Politik-Medien. Das kam ja in der Schminkgarderobe schon ein bisschen an und wie die
hergerichtet werden. Ich habe so den Eindruck, es ist eine Weile her, dass mindestens die Hälfte des Stoffes oder der Szenen auch spielen in so die Journalistin und der Chefredakteur und in dem Medienbereich. Und das fand ich durchaus erhellend. Ein anderer Punkt zu dem Inhalt, da wurde meines Erachtens zum Beispiel der Konflikt, es wird ein öffentliches Gesundheitssystem propagiert, aber die Frau schickt ihr Kind, das magersüchtig wird, in so eine ganz super teure Privatanstalt und es wird dann natürlich doch rausgefunden und so weiter. So als Skandal praktisch zwischen proklamiertem Progressivsein und man nimmt aber doch gern die Privilegien oder so. Also es sind durchaus, meine ich, so ein paar Lernmöglichkeiten drin. Also ich fand die besser als fast alle oder vieles, was ich sonst so gesehen habe. Und einen Satz vielleicht zum Öffentlich-Rechtlichen, weil es ja doch auch vielleicht von den Älteren wie meiner Generation mehr gesehen wird. Also RTL gucke ich nicht, aber erstes schon mal ganz gerne, insbesondere fast alle Filme von Dresen, Lichtgestalten, aber sieht man auch nach einer Weile da. Ne? Man muss sie nicht immer im Kino alles sehen. Ich denke, es hat eine Menge auch an Verbreitung von interessanten Filmen, die durchaus so Anregungen geben, auch wenn es manchmal spät sind, jetzt zu Flüchtlingen oder so, dokumentarisch durchaus seinen Wert und möchte ich eigentlich nicht so gerne missen. Bitte. Ja, ich glaube, im Kino passieren ja auch noch interessantere Dinge, ne? Aber so bei selbstproduzierte Fernsehserien warten wir ja schon alle noch drauf, dass da jetzt irgendwie, ne? Es gab jetzt übrigens, ich weiß nicht, ob jemand Eichwald gesehen hat, von ZDF Neo gab es eine deutsche politische Serie, eine Miniserie, ja, ich habe sie gesehen, aber ja. Wollen Sie noch? Sonst, wir haben jetzt zwei Wortmeldungen, nee, Moment mal, wir haben zwei Wortmeldungen, erstmal, ja genau, hier, hinter Ihnen. Dann Anne Ulrich und wer sind dann die beiden Nächsten? Okay. Nehmen wir jetzt zwei zusammen, ja? Wenn es recht ist. Ich würde gerne nochmal auf den Unterschied von Inhalt und Erzählung kommen, also den Sie jetzt beide relativ stark betont haben, finde ich. Und das hat mich, also mich hat es eigentlich ein bisschen gewundert, dass Sie einerseits sagen, in den Serien kommen Inhalte relativ wenig zur Geltung und dann dem ein Bild entgegensetzen, dass man praktisch sonst in der Wirklichkeit sehr viel, oder so habe ich es verstanden, sehr viel stärker politische Inhalte zur Geltung kommen. Und den Eindruck habe ich gar nicht, also die schütteln auch schon den Kopf. Ich würde sagen, dass eine Stärke oder was man an dieser Serie lernen kann, wie stark politische Inhalte über Medien und über diese Darstellung von Personen vermittelt sind. Und das gilt eigentlich auch für beide Serien, also jetzt unabhängig von dem Zynismus, der da möglicherweise drinsteckt. Es ist ja nicht so, dass da nicht Anleihen genommen würden, auch in die Wirklichkeit. Also in Borgen geht es zum Beispiel um die Entwicklung der dänischen Sozialdemokratie. Also ursprünglich ist das ja für ein bestimmtes Publikum geschrieben, also für eine dänische Gesellschaft, die schon weiß, was da passiert. Da muss man nicht alle Details nacherzählen. Oder in den USA sowas wie eine Gesundheitsreform. Das ist für das Publikum ja nicht so neu, wie es dann vielleicht für deutsche, für ein deutsches Publikum ist. Ich nehme jetzt noch Anne Ulrich dazu und Sie picken sich gleich raus, nicht, was Sie, wozu Sie was sagen möchten. Ja, ich habe mal Fragen. Nee, Anne Ulrich. Anne Ulrich. Danke, Ole, das schließt jetzt leider nicht so gut an dir an, aber an dir, das hat mich gerade nochmal interessiert, weil ich ja heute Nachmittag den Kollegen Hanitsch vom Störsender hier zu moderieren hatte. Und das ist natürlich eine super gute Frage. Also warum eigentlich genau? Ihr habt das gerade nur abgenickt, aber erzählt mir mal was dazu, warum eigentlich bei uns sowas wie Kabarett, die Anstalt, total angesagt ist und geht. Heute Nachmittag, das hat man vielleicht gemerkt, in meiner Moderation als Stefan Hanisch von Störsender erzählt hat, wie sie intervenieren mit ihren, also sozusagen, das ist nicht Kabarett, wie nennt man das, mit ihren, also was für eine Sorte von öffentlicher Interaktion sie machen, zum Beispiel klettert einer durch die Hintertüren gewissermaßen in den Bundestag und lästern über dem Bundesadler
so Greenpeace-mäßig sozusagen so ein Transparent runterlaufen, auf dem steht Goldman Sachs. Und sowas, ja. Und dann hat Herr Hanisch aber wahnsinnig Mühe gehabt, finde ich, danach zu erklären, was jetzt das unterscheidet von der Sorte von populistischer Politikkritik, gegen die Sie sich abgrenzen wollen. Also ich hatte den Eindruck, der Aufklärungseffekt, den solche Sorten von Interventionen haben, ist sehr schwer abzugrenzen gegen dieses populistische Politikbashing. Bei sowas wie Borgen funktioniert das total anders. Klassischer Erziehungs- und Entwicklungsroman gewissermaßen, den wir übrigens im deutschen Fernsehen ja doch haben in den ganzen historischen Serien, die Sendungen, die wir haben. Also ich meine Knob und die ganzen Das Weiße Band und so weiter. Jetzt übrigens Weißensee, die Serie. Ehrlich gesagt, da hätte ich gedacht, dass dieses dramaturgische Konzept niemals aufgeht. Ich muss aber zugeben, dass ich mir die alle in Folge angeguckt habe, weil es hervorragend aufgeht. Und da wird ganz viel erzählt, das ist Fiction, aber im Bereich von Geschichte. Das ist DDR-Geschichte sozusagen und die Wende. Alles komprimiert in einer Familie, denkt man, klappt gar nicht. Klappt aber wie klassisches Theater, das ist sozusagen Schiller, ja. Funktioniert hervorragend. Warum geht das und warum geht bei uns Kabarett und warum geht Parlamentsserie nicht? Also vielleicht, um erstmal auf Sie einzugehen, ich denke, dass das, also wir müssen natürlich ein bisschen gucken, was ist unser Wissensbegriff, so. Das, was, also womit eben Borgen Zeitgenossenschaft behauptet, ist eben, dass sämtliche Themen, die gesellschaftlich und politisch verhandelt werden, aufgegriffen werden, genannt werden. Aber ich, anders als jetzt bei David Simon in The Wire beispielsweise, kriege ich keine neuen Zahlen, ich bekomme keine neuen Zusammenhänge zu bestimmten Themenfeldern erzählt. Wozu ja durchaus auch die Zeit wäre, sondern ist das, was verhandelt wird bei Borgen und worüber ich durchaus was lernen kann, sind Haltungen. Das ist ja auch das, was Sie angesprochen haben, so diese Haltung, ich bin zwar für das öffentliche Gesundheitssystem, aber meine Tochter kommt in die Privatklinik. Und eben über gesellschaftliche Haltung, da kann man was lernen. Ich finde das jetzt auch gar nicht schlimm, also ich finde ja, ich gehe jetzt auch gar nicht an Serien ran mit dem Anspruch, da jetzt neue Zahlen mitschreiben zu dürfen oder so, aber ich gutiere es ganz gerne. Also wenn mir das mitgeliefert wird, finde ich es gut, aber die Serie hat sich da jetzt zu was anderem entschlossen, ist auch okay. Zu dir, Anne, warum geht durchaus das Bildungsfernsehen, warum geht Schiller im Sektor Historie? Es geht auch was im Fenster, in der Box Satire, es geht eben nichts in der Box Fiktion. Ich bin jetzt keine Fernsehspezialistin, aber natürlich hat das Fernsehen eine lange Bildungstradition in Sachen Aufklärung, Geschichte, gerade auch wenn es um den Nationalsozialismus geht. Ja, also da kann man anknüpfen, das ist eben in der Box drin, das ist auch irgendwie als Thema gesetzt. Das, was nicht als Thema gesetzt ist, ist Frauen in Führungspositionen. Stichwort pro Quote Regie. Ich meine, das ist gesetzt im Tatort, aber dann, da gehen wir jetzt nicht drauf ein, aber wie da das weibliche Führungspersonal gezeichnet wird, ist eben auch nur, die scheitern eben auch alle oder arbeiten sich tot oder haben eben auch extrem wenig Spaß und das ist der Preis dafür, dass sie eben Karriere machen dürfen. Da ist einfach nicht besonders viel Innovation und das ist, ich meine, ich glaube auch, es ging mir jetzt auch gar nicht so um so ein generelles, also das ist ja auch zu einfach, so ein generelles Bashing, ob das ein generelles Politik-Bashing, ob das ein generelles Fernseh-Bashing, das ist ja immer zu einfach, schon klar. Aber man muss schon sehen, dass bestimmte gesellschaftliche Interessen und Sehnsüchte, und das war ja unser Ausgangspunkt, die eben von den Serien bedient werden und was ein riesiger Markt ist, von den deutschen Fernsehsendern und auch von den anderen europäischen rechtlichen Fernsehsendern, Deutschland ist da ja gar nicht alleine, nicht aufgegriffen werden, obwohl das Publikum weggeht. Und Netflix ist inzwischen eine riesige Konkurrenz, einfach auch, weil sie sich natürlich viel besser in den flexibilisierten Alltag einpassen lässt. Ich gucke mir die Serie dann an, wenn ich Zeit habe und nicht dann, wenn das Programm mir sagt, dass ich jetzt Zeit haben soll.
Und sie müssen, weil eben der Fern, weil das öffentlich, das würde ich schon sagen, sie müssen sich nicht neu erfinden, weil es gibt die ökonomische Notwendigkeit nicht. Und wenn es im Rahmen von kapitalistischen Gesellschaften die ökonomische Notwendigkeit nicht gibt, dann kann man eben das Konservative fortführen, dann kann ich in der Wiederholung bleiben. Und das kann sich das amerikanische Fernsehen beispielsweise, wo die Produktionsstrukturen völlig andere sind, kann sich so ein Konsensfernsehen nicht leisten, weil ich muss auf einem Markt bestehen und ich muss Alleinstellungsmerkmale bauen. Also ich muss Alleinstellungsmerkmale bauen. Das sieht man ja auch an den Serien von HBO, die ja angefangen haben, Qualitätsfernsehen auf den Markt zu bringen. Das sind alles eckige Formate. Das deutsche Fernsehen ist auf Konsens ausgerichtet, also eher die Ecken abschleifen, weil sie brauchen das Alleinstellungsmerkmal nicht, weil sie bestimmen den Markt und nicht und sie müssen sich nicht auf dem Markt behaupten. Und das ist, glaube ich, einer der zentralen Unterschiede. Also vielleicht kann ich dazu noch dran anschließen. Ich glaube, also bei filmisches Erzählen, fiktionales Erzählen ist ja sehr kompliziert, weil vor allen Dingen, wenn man überlegt, was politisches Erzählen ist. Also und da gibt es im deutschen Fernsehen und auch in der deutschen, sagen wir, narrativen Kultur irgendwie eine Auffassung des politischen Erzählens, was nur immer in dem Expliziten stattfindet. Dabei ist aber das Erzählen dieser Serien davon geprägt, dass das Rezeptionsverhältnis zwischen Autoren und Zuschauern ein politisches auch ist. Und das wäre das zum Beispiel, wenn man jetzt so eine Figur mit einer paradoxalen Haltung sieht, also selber das eine Figur sagt, ich bin für Krankensystem, schicke meine Tochter aber auf ein Privatkrankenhaus, dann bin ich sozusagen, dann kommt es ja darauf an, je nachdem, wie es erzählt ist, ob ich als Zuschauende selber mich dazu verhalten kann und von denen eingeladen bin, in einem Rezeptionsverhältnis selbst zu denken und mitzumachen. Und ich glaube, das ist total entscheidend für diese Serien des Quality TV, dass sie alle dieses Rezeptionsverhältnis haben, was wir im deutschen Fernsehen nicht kennen. Und das hat was mit einer Haltung, einer auktorialen Haltung zu tun, die pädagogisch ist. Und das ist der Unterschied, warum Satire geht, weil das ist gerahmt, in Anführungsstrichen, und dadurch sozusagen eigentlich unwirksam in dem Sinne, dass es nicht auf die Gefühle einwirkt, wie immersives Erzählen im Fiktionalen das nämlich tut. Und da gibt es im Deutschen auch historisch lange zurückreichend eine Angst des unsichtbaren Wirkens, der Wirkmächtigkeit, der Affekte und der Immersion, die im Fiktionalen erzählen, geführt wird irgendwie. Und da wird sozusagen, glaube ich, unterbewusst sind diese Mythen immer noch, dass man dem irgendeine eine Wirkungsmacht zuschreibt, die vielleicht gefährlich ist. Und man guckt sich ja die Lindenstraße, also das ist ja die deutsche politische Serie, die längste, was für einen pädagogischen Gestus diese Serie hat. Die geht ja nicht von intelligenten, auf Augenhöhe befindlichen Rezipienten aus. Und ich glaube, das ist entscheidend in dem Augenblick, wo das sich verändern würde, diese Rezeptionshaltung eingeschrieben, das Vertrauen auf sozusagen eigene Urteilsfähigkeit von uns allen, weil wir gucken ja lieber Filme, die uns für klug halten. Wenn sich das ändern würde, würde sozusagen auch möglich sein, interessant in Deutschland zu erzählen. Aber es hat sozusagen viele auch kulturelle Gründe. Und warum dann Satire geht, hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass es gerahmt ist, ne? Oder in der Box, wie Sie sagen. Ja. Zwei weitere Wortmeldungen habe ich in der dritten Reihe, bitte. Eine Frage an Frau Kappert. Sie sagten, die Synchronisation ist grottenschlecht. Woran macht sich das fest? Was geht verloren? Also ich habe damals durch eine Verkettung verschiedener Umstände das in der französischen Synchronisation gesehen. Ist die besser? Und vielleicht können Sie sagen, Rezeption in anderen Ländern da anschließend. Ich nehme die Frage noch dazu. Bitte. Ich glaube, es ist ganz, ganz vieles richtig, was Sie gesagt haben zum deutschen Fernsehen und wie da Serien entstehen. Ich fand aber, es gab zwei Ausnahmen im deutschen Fernsehen, die waren komischerweise beide von Sat.1 und das waren jeweils diese komischen Nachformungen, Nacherzählungen, einmal der Causa Wulff und einmal der Causa Gutenberg. Da gab es ja diese großen Sat.1-Filme, die auch sich dann, die kein Problem damit hatten, Merkel auch sehr satirisch irgendwie nachzuformen. Und da ist jetzt die Frage, waren das Zufälle, waren das Unfälle des deutschen Fernsehens? Kommt sowas nochmal oder war das wirklich singulär? Also ich habe die leider nicht gesehen. Ich auch nicht. Ach so, okay. Das sind aber auch beides mehr oder weniger Satiren gewesen, oder? War es lustig? Haben Sie gelacht? War das so wie dieser Film über Uli Hoeneß? Ja, stimmt. Ja. Ah, ja, okay. Okay. Dann müssen wir gucken. Also meine Vermutung aber ist ja natürlich, also das sind natürlich auch Figuren, die zum Abschluss freigegeben wurden. Ne? Also da, wenn jetzt Merkel auch gut, dann weiß ich das nicht, aber dass man jetzt eben sozusagen die beiden
Figuren, die medial abgeschossen wurden, dass man da, dass dann das Medium Fernsehen, aus denen eine Geschichte baut, das ist auch Konsens. Also da basiert das auch wieder auf dem Konsens, dass diese Politiker nicht mehr sich in der politischen Arena bewegen sollten. Auf Ihre Frage zu sprechen zu kommen, Synchronisation, Französische kenne ich nicht, keine Ahnung. Sie ist einfach schlecht, weil die Lippen nicht übereinstimmen und also einfach so handwerklich und die einfach die Art und Weise der Tonalität, das passt nicht zum Gesichtsausdruck. Also es ist einfach keine, so, ich habe, ja, mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Das Synchronisieren ist ja auch nur in Deutschland üblich, ne? Es ist ja so eine Unsitte eigentlich, ne? Und da wird dann immer nochmal zusätzlich Regie geführt, ne? Nochmal so on the top, nochmal Ausdruck. Das sind ja auch alle Schauspieler und Regie, die das machen. So, gibt es noch eine Frage? Dann hatte ich eine Frage an Sie. Wer von Ihnen hat mindestens eine der beiden Serien Borgen oder House of Cards nicht gesehen? Nicht gesehen. Es sind relativ viele. Wer von Ihnen wird das ändern? Nach dieser Diskussion. Das sind nicht so viele, aber die anderen sparen sich damit sehr viel Zeit. Ja, das ist auch was Schönes, hat man ja auch nicht zu viel. Gut, ich bedanke mich dann bei unseren beiden Gästen, Frau Lang, Frau Kappert, für Ihr Kommen. Herzlichen Dank für die Diskussion und herzlichen Dank Ihnen für das Kommen. Anne Ulrich, willst du noch was zum Abschluss dieser Gesamttagung sagen? Die sagt auch nochmal herzlichen Dank. An das Podium, an euch drei, vielen Dank, das war sehr anregend und auch lehrreich. Herzlichen Dank. Und an euch vielen Dank für diesen langen Tag mit dem gestrigen Eröffnungsabend schon dazu. Ich hoffe, ihr habt was davon gehabt und wie gesagt, wir bleiben am Thema, wir werden weiter dazu veranstalten und gerne dann auch wieder in diskursiveren Formaten. Herzlichen Dank und tschüss.